You can do it. Und ja, ich hoffe, ich kann es jetzt mal hinbekommen. Nachdem ich jetzt hier gefühlte 300 Mal das jetzt probiert habe. Ich hoffe, es geht jetzt endgültig. Also ich weiß auf jeden Fall, dass dort hinten was ziemlich gescriptet ist. Wobei ich natürlich versuche, dem dann aus dem Weg zu gehen, wenn das so ultra gescriptet ist. Nicht sein Blut, ja, es riecht gleich unser Blut, weil es geht schon wieder los. Jetzt wird mich gleich eine Rakete auf hundertprozentig Wahrscheinlichkeit treffen. Weiß ich jetzt schon, und das ist ziemlich. Okay, es geht jetzt an. Der Freund auch. Der Geist ist sie. Okay. Wer sagt, dass ich das jetzt mal geschafft habe? Nico. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht selbst wegrennen. Boah, ich würde ja vielleicht doch ein bisschen weiter weg in Roman, ne? Okay. Jetzt haben wir den Szenen schlappen. Hilfe. Sieht die Polizei auf mich? Die irgendwie auf mich, na gut, sonst noch. Spring doch mal, Nico. Kleine Ratte. Gleich gar nichts mehr. Doch. Was ist denn da im Hintergrund? What did I do? But we're done. Now we can start making money. Really? I suppose so. We won, man. We won. Unter der Statue of Liberty. Da haben wir GTA 4 beendet. Wir haben gewonnen. Und damit ist es vorbei. Es ist vollbracht, das Let's Play GTA 4. Mit was weiß ich wie vielen Parts. 100. 100. Keine Ahnung. 13 oder so. Ne, 114 oder so müssten es sein. Auf jeden Fall ein hammerfettes Spiel. Ja, also da hat wieder Grand Theft Auto die Serie wieder durchgehauen. Rockstar Games hat da wieder ordentlich was reingesteckt. Wir werden sehen, was mit GTA 5 wird. Ob es nun noch für den PC rauskommt oder wann es überhaupt rauskommt. Und wie das alles abgeht. Ich würde es persönlich unbedingt freuen, wenn das wirklich auch noch für den PC rauskommt. Das wäre wirklich schade, und ich kann mir vorstellen, dass Rockstar Games sich eigentlich so eine große Einnahmequelle nicht unterziehen lässt, denn das wird hammerfett ein Boom dann, wenn sie es auch für PC rausbringen würden.
Mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu machen, auch wenn ich einmal ziemlich oft gefehlt habe und jetzt im Hintergrund, also hier bei der letzten Mission auch nochmal ziemlich lange dran gesessen habe. Aber sonst wirklich richtig geiles Spiel, coole Story, obwohl ich die jetzt nicht so unbedingt verfolgt habe. Ja, für meine Unskilligkeit an einigen Stellen möchte ich mich doch mehrfach entschuldigen. Ja. Wenn er es einfach gleich am Anfang höher fliegt, dann würde das und Computerfliegen auf der Tastatur ist wirklich richtig hardcore schwierig. Wenn man da irgendwie Controller oder sowas hat oder Gamepad, dann geht das natürlich viel besser. Das war's von meiner Seite. Ja, eventuell, was gerade hier steht, Multiplayer-Seiten, Level Designers. Eventuell mache ich mal nur Multiplayer. Mal gucken. Müsste ich mir natürlich noch jemanden dazu holen und ja. Mal gucken, wie das wird. Als nächstes Projekt. Dann sage ich erstmal gar nichts dazu. Ich möchte jetzt mal nicht spoilern, aber ich schätze mal, als nächstes Projekt wird euch vielleicht sogar gefallen. Mir hat auf jeden Fall das nächste Projekt hat mir viel Spaß gemacht, ist halt eben schon im Kasten und ja, wartet bloß, dass das an der Reihe ist. Das wird dann halt eben 6 Tage die Woche immer 16 Uhr kommen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und auch den Samstag. Und ja, die restlichen Tage, da ist halt wieder ein ganz normaler Upload-Plan. Wenn das Projekt dann vorbei ist, dann werden wir sehen, was danach kommt. Mal gucken, was so die Gamescom mitbringt, die ja jetzt auch im Augenblick ist, nicht? Wenn dieser Part hier hochgeladen ist, dann müsste, glaube ich, Samstag kommen. Dann ist immer noch Gamescom, beziehungsweise ist dann der 100. Tag der Gamescom. Ich glaube, die macht Sonntag zu. Ich weiß nicht, ob die noch mal Montag hat für Aussteller, aber ich glaube, das wird Dienst. Nee, Mittwoch auf vormittags der Ausstellertag oder, ach, was weiß ich, Fachbesuchertag, genau, Fachbesucher. Ja. Mal gucken, sind ja ganz gute Spiele mit dabei. Und ich werde mal sehen, was da alles rauskommt. Wann es rauskommt, wird ja wahrscheinlich dann eher so September werden. Normaler, ja, Tag der Monat des Veröffentlichungs ist ja eigentlich immer September, immer nach der Gamescom. Und dann immer so ziemlich Ende September kommen die meisten raus. Was weiß ich. Es kommt auch demnächst, 30. August. Oder so ein DLC für Euro Truck Simulator 2 raus, Going East. Das heißt, wir haben dann im Osten viel mehr Möglichkeiten, in die Länder zu fahren. Finde ich auch schön. Das werde ich mir natürlich dann mal mit angucken. Ich werde mal gucken, wie ich dann den Upload-Plan umkremple, was da alles kommt. Und falls dann doch mein neuer Rechner irgendwann mal bei mir steht, dann kommt dann vielleicht auch noch ein neues Minecraft-Projekt mit rein. Entweder Feed the Beast oder wie Chris hier arbeiten. Chris. Okay. Nein, ist mir das gerade aufgefallen. Also, ja, wird wahrscheinlich dann Tekkit kommen oder Feed the Beast. Weiß ich noch nicht so. Sagen wir mal so, Feed the Beast ist mir bald ein bisschen zu kompliziert, weil es zu umfassend ist. Dann vielleicht doch lieber plus Tacket oder so. Wir werden das Ganze uns mal angucken. Erstmal ist jetzt für mich, ich brauche jetzt erstmal den neuen großen Rechner, dass noch ein bisschen Zeit hin ist. Und bis dahin muss ich die Zeit überbrücken. Das wird es wahrscheinlich mit dem nächsten Projekt erstmal ordentlich überbrücken. Und ansonsten kommen dann eben erstmal ein bisschen weniger Projekte. Oder ich muss dann wirklich erstmal gucken, wie ich die ganzen Projekte umkrempeln kann, wie ich neue Upload-Plan reinsetzen kann. Und ja. Kommt alles drauf an. Eigentlich hatte ich ja gedacht, Black Ops 2 Multiplayer mit reinzusetzen, so als Nebenprojekt irgendwie und dafür ein anderes Projekt, dann die Hauptprojektschiene und ja, mal gucken. Ging halt eben irgendwie nicht Black Ops 2, da hat es immer 4 zu 3 aufgenommen, wenn ich aufgenommen habe. Und wenn ich mir jetzt wirklich die ganze Scheiße hier angucken, hier, Rockstar Game Gustendorf, so Rockstar Game New York City. Wir überspringen das jetzt ganz einfach mal und gucken mal eigentlich, was jetzt noch so passiert. Das war's, ne? Wir haben richtig viel Geld bekommen. Und
Ja, sagen wir so, die ganzen Arbeit von Prusi und sowas, die lassen wir jetzt ganz einfach mal. Wir haben ja eigentlich jetzt keine Mission mehr. Die eigentliche Hauptstory ist abgeschlossen und da würde ich ganz einfach auch von meiner Seite sagen, ja, das Projekt ist beendet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal dann zum nächsten Projekt einschaltet oder sagen wir mal vielleicht, wenn ihr ein Wunschprojekt habt, mal fragt, ob ich das vielleicht zocken würde für euch oder so. Mal gucken, ich werde mich ja mal vielleicht nochmal gucken, da ich jetzt irgendwie mal schnell von der Insel hier wegkomme, ne? Aber das wird wahrscheinlich eh bloß mit Bord gehen, na gut. Ja, gut. Ja, speichern will ich das Ganze wenigstens nochmal. Und so, da gibt's noch Wort. Gut, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.